Ja, grüß Gott, Frau Huber. Grüß Sie nicht gut. Ja, wie geht's denn allweil? Oh mein, sie ist heutzutage ein Kreuz, sozusagen ein direkter Kampf ums Leben. Ja, ein direkter Kampf, wenn man es richtig nimmt. Schauen Sie, die ganze Welt ist lauter Falschheit, lauter Schwindel. Einer schwindelt den anderen an, aber mitmachen muss, bis du stirbst. Und als du da hast, nachher hast du keine Ruhe. Da schimpft es dann über die, das sind keine Leute, Schlappschirme, nein, passt. Sonst, da will ich Ihnen gleich ein Beispiel erzählen. Bei der Beerdigung von meiner Freundin, ihren Mann, den Herrn Trambank-Kontrolleur Kammerberger, war es gleich so. Ist er so ein guter, braver, fleißiger Mann gewesen, mit so einem gefährlichen Beruf. Mit einem Fuß ist er sowieso den ganzen Tag im Grab drin gestanden. Er war nämlich bei der Münchner Straßenbahn, war er Kontrolleur. Sehen Sie, wie da der Herr Dekan Obermeier von St. Heiliggeist in seiner Grabrede betont hat. Ein überaus fleißiger Mann in seinem Berufe. Dann haben sie hinter mir gesagt, ein fleißiger Mann, dass er nicht rutscht, den ganzen Tag ist er Traumbank gefahren. So hat er gar nichts, als wir den ganzen Tag hat er nur gesagt, Biletten vorzeigen, Dankeschön, thanks, so besser und leid. Und der elektrische Straßenbahnberuf, das ist wirklich ein ganz aufopferungswürdiger Beruf. Ja, ja, das ist ein Kreuz. Mit meinem Sohn, da geht's jetzt die letzte Zeit Gott sei Dank auch wieder besser. Mein Gott, der arme Kerl hat was ausgestanden. Wissen Sie, ein gewisser Dr. Meier, der hat ihn operiert, ganz oben am Kopf an der Räuberhöhleneiterung, ja. Oder Stirnhöhleneiterung, glaube ich, heißt ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Denken Sie sich, unterm Operieren rutscht der Doktor auf einer Zitronenschale aus und fahrt meinem Sohn direkt ins Hirn auf. Es ist nur gar gut, dass mein Sohn's Hirn so weit hinten hat. Sonst wär's fehl gewesen. Jetzt mein zweitältester Sohn, der Alfred, der war auch sehr krank. Da war aber nur unser Hausarzt dran schuld. Der hat ihn nämlich ganz falsch behandelt. Der hat ihn auf Gelenkrheumatismus kuriert. Und er hat aber ein Zahnfistel gehabt, ja. Der Bub, schauen Sie, der wird jetzt 16 Jahre alt. Aber er ist gar nicht recht gesund. Der gradet nämlich ganz unserem Vater nach. Mein Mann ist nämlich städtischer Magistratsbeamter, ja. Aber sehr schwer leidend. Wissen Sie, der hat so eine Art Schlafkrankheit, ja. Sie ist zwar nicht schmerzhaft, die Krankheit, aber furchtbar zeitraubend. Ja, stellen Sie sich nur vor, wenn jetzt die Krankheit mein Sohn auch kriegt. Mit der Schlafkrankheit, da kann man ja den Bum gar kein Geschäft lernen lassen. Naja, fehlt wär's ja nie. Denn wenn wirklich alle Strick reißen, dann bringt ihn halt der Papa auch in Magistrat. Nein, da geht's dann schon, ja. Oh mein Gott, eine Familie, die heutzutage 8 bis 9 Kinder hat, ist wirklich nicht zu beneiden, nein. Jetzt, wir haben ja Gott sei Dank bloß 7 Kinder, ja. Schauen Sie, geht da der Ärger und der Verdruss schon gar nicht aus. Sehen Sie, mein Mann, der kann mit den Kindern gar nicht umgehen. Der hat ja keine Ahnung von der Kindererziehung. Was tut er nicht kürzlich? Gibt er nicht unseren 3-jährigen Pepperl das offene Rasiermesser zum Spielen? Ich komme gerade dazu und schreie um Himmels Willen und reiße ihm vom gleichen Messer aus der Hand. Sag, mein Mann, na lass ihm doch, der kann sich ja da noch nicht rasieren. Denkst du, saudumm redend Mann, Bruder, der, überhaupt, mein Mann, wissen Sie, da könnte ich Ihnen Sachen erzählen. Wissen Sie, bei mir daheim, da ist er saugrantig, aber ein anderer, wenn er sieht, ja, da geht ihm das Gesicht aus dem Leim. Sehen Sie, unter uns, da wohnt nämlich eine Filmschauspielerin und in die ist er ganz vernarrt. Aber der habe ich meine Meinung gesagt. Einmal habe ich gesagt, wenn Sie meinen Mann noch anlachen oder anlächeln, dann haben Sie nichts mehr zu lachen, habe ich gesagt. Sie langhaxelte Pinschleiche mit ihrer angeschmierten Kinolarve. Kaufen Sie sich lieber eine Gasmaske oder einen Taucherhelm und decken Sie entfalteten Fesselballon ganz zu, habe ich gesagt. Und meinem Herrn Gemahl, dem habe ich dasselbe gesagt, jawohl. Und eines weiß ich bestimmt. So wie ich jetzt mit dieser Grammophonaufnahme fertig bin, gehe ich zum nächsten Rechtsanwalt und reiche um meine Scheidung ein.